Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Nun kommen in Wien Zinshäuser unter den Hammer. Die Wiener Zinshausauktion bietet ab Herbst 2013 ein transparentes und sicheres öffentliches Verkaufsverfahren für Zinshäuser. Die rechtliche Grundlage stammt aus dem Jahr 2008. Es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 2008 mit einem sehr sperrigen Namen, dem Feilbietungsrechtsänderungsgesetz. Das hat der Gesetzgeber gewählt, um aus einem Dornröschenschlaf, wo sich die Versteigerungen jetzt befinden, ein Instrument zu machen, das eine Alternative ist für Verkäufer, um ihre Liegenschaften zu verkaufen. Diese Alternative bietet einige Vorteile. Bei der Auktion ist das Verfahren transparent. Jeder, der daran teilnimmt, sieht, wie sich der Preis entwickelt, wie viele Mitbieter es gibt, welche Konkurrenten da sind. Und alle Käufer haben wesentlich länger und ausreichend Zeit, um sich über das Objekt an sich zu informieren. Zwei Immobilienspezialisten legen ihre Expertise zusammen. Brechar Immobilien und Otto Immobilien gehen für dieses Projekt eine Kooperation ein. Schließlich erfordert so eine Auktion viel Erfahrung mit der Materie und sorgfältigste Vorbereitung. Die unmittelbare Vermarktung dauert in etwa 3 Monate. Wir brauchen 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit, um das Objekt eben genau aufzunehmen, um es zu dokumentieren und für die Zinshausauktion aufzubereiten. Was es die sonstigen Vermarktungsmaßnahmen betrifft, so werden wir stark und gezielt in den Medien schalten. Wir werden auch diejenigen Interessenten und Eigentümer, die wir kennen, die auf der Suche sind, persönlich anschreiben. Und es wird eine Website geben mit allen Informationen. Die Objekte sind historische Kulturgüter und am Markt sehr gefragt. Bei Zinshäusern sind es halt ganz besondere Dinge, weil es auch ein begrenztes Gut ist. Jedes Jahr werden es eigentlich weniger. Da spielt bei den Bietern sicherlich viel Emotion mit, bedingt durch die besonderen Objekte, aber auch durch die Auktion selbst. Eine Auktion ist Emotion. Ja. Wenn man schon einmal das erlebt hat, weiß man, dass man sitzt in einem Raum, man merkt, die Konkurrenten neben sich face to face, jeder merkt, wie weit ein anderer geht, wann einem die Schweißperlen auf der Stirne sind. Und das Ganze macht ja das Besondere der Auktion aus. Die erste Auktion wird am 17. Oktober im Radisson Blu Hotel in Wien stattfinden. Zur Auktion stehen 2 ganz besondere Objekte. Wir starten mit 2 Objekten, die beide im Diplomatenviertel, einmal des 3., einmal des 4. Wiener Bezirkes gelegen sind. Es gibt ein prachtvolles Gründerzeitzinshaus, ein Eckhaus aus dem Jahr 1874 in der Reisnerstraße Ecke Rennweg. Und es gibt ein zweites Objekt, das ein neu erbautes Objekt ist. Das liegt an einem schönen Park im 4. Bezirk mit Grünblick. 4 Monate haben die potenziellen Mitbieter also noch Zeit bis zur Auktion. Und dann heißt es, schnell sein, mitbieten und den Zuschlag bekommen.